Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und zwar am Turm des Sees. Diesen Turm haben wir zum letzten Mal, beziehungsweise beim letzten Mal aktiviert. Und wir wollen auf jeden Fall noch alle weiteren Türme zunächst aktivieren. Der am nahestgelegene, den sehen wir schon hier quasi direkt vor uns. Da hinten, da in der Nähe. Ja, wo anscheinend einige tropische Bäume zu sein scheinen. Okay, wir schweben mal direkt zumindest so in die Richtung. Jetzt, wie gesagt, wird uns ein bisschen, tja, zuwiderkommen, dass wir halt bisher unsere Ausdaueranzeige nicht so wirklich erhöht haben. Sprich, wir haben da nicht allzu viele Ressourcen. Was ist das da unten links, was da leuchtet? Ist es ein Turm? Beziehungsweise ein Schrein eventuell? Keine Ahnung. Ich weiß nur. Oh ja, doch, tatsächlich. Das muss ein Schrein sein. Beziehungsweise ist in jedem Fall ein Schrein. Und. Halt. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Verdammt, verdammt. Sehr gut. Mal direkt haufenweise Schaden bekommen. Firone Waldmündung. Und irgendwelche Gegner in der Nähe? Ach nee, das ist hier wieder einer von den. Wie heißen die noch? Ich habe den Namen vergessen. Egal, wir wollen jetzt erstmal ganz schnell zu dem Schrein. Moment, war da eben was? Chili, okay. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Ein Rüstling. Pumanito-Schrein. Der Hut dieses Pilzes hat sich zu einem harten Panzer ausgebildet. Als Kochzutat festigt er vorübergehend die Knochen und steigert so die Abwehrkraft. Gut. Ich würde sagen, mal ganz fix aktivieren. Und dann können wir auch mal rein. Ich habe gar keinen Plan, was das für ein Schrein ist, aber wir werden gemeinsam das Rätsel versuchen zu lösen. Eventuell müssen wir auch kämpfen. Das werden wir jetzt mal prüfen. Kraftprobe leicht. Tatsächlich, wir müssen kämpfen. Und natürlich, weil ich so heldenhaft war und gestürzt bin, haben wir auch eh nicht mehr allzu viele Herzen. Das ist sehr nice. Okay, ein paar Äpfel fressen wir jetzt erstmal. Also rein damit. Das wird vielleicht genügen. Ich hoffe es mal. Und dann. Was haben wir für eine Waffe ausgerüstet? Gar keine Waffe ausgerüstet. Das ist sehr intelligent. Wir nehmen mal den Bergspalter. Und dann geht's gleich mal los. Ich glaube, wir haben schon mal so eine Kraftprobe gemacht. Also. Bei dem Schwierigkeitsgrad müsste es noch möglich sein. Und? Nein, verdammt! Ich wollte eigentlich jetzt mal ausholen zu dem Schlag. Ach so, stimmt, man kann hier ja gar nicht. Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich die Attacke einsetzen. Die Wüstenattacke. Mit dem Donnerschlag, aber das war natürlich überhaupt nichts. Okay, aber er hat eh fast keine KP, insofern lassen wir das einfach und hauen einfach so drauf. Zwei, drei Schläge, dann war's das. Aua. Ja, jetzt schluck das. Und das. Was macht er jetzt? Oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, wir schweben mal empor mit dem Pfeil. Gibt's noch eins drauf, aber gut, das macht nicht allzu viel Schaden, leider. Gut, aber noch zwei Schläge reichen aus mit unserem Bergspalter, dann haben wir's. Wäre auch ein sehr einfacher Sieg. Aua. Wie doof, ich hätte gar nicht das ganze Zeug fressen müssen. Die ganzen Äpfel. Das war echt dämlich von mir. Hä? Ach so, jetzt wird er, glaube ich, den finalen Schlag ausholen. Aber das wird nix. Okay. Das haben wir echt gemeistert. Ich dachte, der hätte auch im Schwierigkeitsgrad leicht
noch etwas mehr KP, aber da habe ich mich auf jeden Fall geirrt. Haben wir noch irgendein Schild zum Wegwerfen? Nee. Nicht wirklich. So. Dem Bergspalter wollen wir uns trotzdem nochmal aufsparen und eben stattdessen mal das eine Wächterschwert, das wir eben bekommen haben. Hier noch eine weitere Kiste. Mit dem Boomerang. Okay. Brauchen wir jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Insofern würde ich mal vorschlagen, krallen wir uns das nächste Zeichen der Bewährung. Zwei weitere, dann können wir uns wieder so ein bisschen aufheilen. Upgraden. Ich weiß nicht genau, nehmen wir jetzt einen Ausdauer oder nehmen wir doch lieber noch ein Herz? Das werden wir, glaube ich, dann entscheiden, wenn es soweit ist. Da kann ich mich gerade noch nicht so wirklich festlegen. Jetzt gerade so im Moment. Was wir nochmal tun können, ist zu dem Krug zu Maronus hin und dort uns nochmal einen neuen Platz spendieren lassen. Inventarplatz. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich nicht mehr genau weiß, wo es hier weitergeht in Richtung des nächsten Turms. Was haben wir hier? Eine Maxi-Rübe. Sehr gut. Das sind mal ebenso drei Herzen, die wir damit aufheilen können. Ach nö, und wieder so ein Typi. Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Gleich so viele Gegner hier. Gut, sei es drum. Wie gesagt, bei solchen Kundschaftstouren kann man auf jeden Fall richtig gute Items abgrasen. Und eventuell auch ein paar Heil-Items. So, dich haben wir platt gemacht. Der haut ab. Und lässt ein paar Rubine fallen, unter anderem. Sehr gut. Aua, das ist eher weniger gut, dass wir da einen mitbekommen haben. Was haben wir hier? Ein paar Eicheln, okay. Die bringen ehrlich gesagt fast gar nichts. So, jetzt mal eben kurz schauen. Hört ihr das auch? Da hinten. Wenn das mal nicht hier der Spieler ist. Der Kashiva. Na, nur ein Reisender so tief im Wald? Schön, dich wiederzusehen. Es ist dir wohl ergangen? Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und willst du das Lied dieser Region hören? Jetzt gerade nicht. Hm, wenn du doch nochmal ein Lied hören willst, dann lass es mich wissen. Alles klar. Ich glaube, der führt uns dann zu einem weiteren Schrein. Beziehungsweise wird uns ein Schreinrätsel offenbaren. Aber jetzt gerade möchte ich mich nicht ablenken lassen und in Richtung des nächsten Turms. Nichtsdestotrotz, wo erstmal Schwertgras. Diese Heilpflanze weist spitze Dornen an Blättern und Frucht auf. Sie enthält Vitamine, welche die Körperkraft erhöhen. Als Zutat verleiht sie einen Bonus auf Angriffskraft. Okay. Jedenfalls wollen wir eh nochmal mit dem Kashiva reden, wenn er da in der Wüste steht zum Beispiel. War das der Wüstenturm? Ich glaube ja. Weil dort will er uns auch noch ein Lied vorspielen, welches vor 10.000 Jahren überliefert wurde. Oh. Ich glaube, wir haben hier wieder ein paar Skeletti-Freunde, die uns den Tag versüßen wollen. Und hier ist in der Tat alles doch ziemlich tropisch in diesem Gebiet. Hm. Auf jeden Fall sehr schön. Da kommt ja fast schon ein bisschen Urlaubsfeeling auf. Haben wir überhaupt gerade ein Schild ausgerüstet? Nee, oder? Nee, haben wir überhaupt nicht. Das ist auf jeden Fall sehr intelligent, was ich da mache. Okay, da ist der Turm. Wir sind also instinktiv richtig gegangen. Oh, eine Fledermaus. Tschüssi. Und tschüss. Bevor sie nachher hier noch mit 1000 Leuten hier ankommen, lassen wir das einfach mal. So, okay. Ich weiß nicht genau, ob hier was Besonderes zu beachten ist, bei diesem Turm. Wir werden mal gucken, ob wir da einfach so hoch
stolzieren können oder ob da noch eine böse Überraschung auf uns wartet. Was ich da vorne auf jeden Fall sehe, sind leuchtende Steinchen. Ob die wohl bewacht werden? Ansonsten könnten wir die ja eigentlich kaputt machen. Natürlich haben wir jetzt den Hammer nicht mehr. Den habe ich ja weggeschmissen. Ist aber auch nicht so wild, weil mit Bomben sollte das auch funktionieren. So. Moment. Eben kurz werfen. Skelett hier auch umhauen. Leuchtsteine, okay. Bringen auch Geld. Ein bisschen. Noch ein Leuchtstein. Okay. Das Problem ist nur, wir haben hier leider kein Lagerfeuer. Dann würde ich nämlich locker mal bis zum Morgengrauen da sitzen, aber naja. Okay, nichts wie hoch. Einmal können wir noch die Fähigkeit einsetzen, dann hätten wir das Problem, dass wir erstmal ein paar Minuten warten müssen. Der darf uns nicht sehen. Hat er aber schon, natürlich. Fironeturm. Na. Verdammt. Problem ist, wenn wir da jetzt hochlatschen, dann haben wir das Problem, dass der uns angreift. Die ganze Zeit. So, ist der jetzt besiegt? Nee, oder? Keine Ahnung. Boah, und das Vieh nervt mich auch. Können wir das besiegen? Nee, können wir nicht. Außer mit Pfeilen vielleicht. Hallo, ich will nicht mit dir kämpfen. Ja, sehr gut. Ich beschütze dich. Was ist jetzt los? Oh nein, es gibt Gewitter. Wo sind meine Sachen? Ist das Schild zerbrochen? Egal. Wächterschild nehmen wir jetzt mal. Jetzt nehmen wir alles, was da blitzt. Das können wir nicht mehr einsetzen. Weil das, weil wir sonst vor Blitz getroffen werden können. Okay. Das Vieh ist wenigstens down. Diesem Vieh haben wir das zu verdanken. Diesem Gegner, dass hier der Blitz andauernd einschlägt. So, ich glaube, wenn wir es aber besiegen sollten, dann dürfte das Wetter wieder wechseln, hoffe ich. Jetzt besieg's doch, treff's doch. So, jetzt haben wir es besiegt, okay. Und das Wetter beruhigt sich dann auch wieder, glaube ich. Ja, so sieht's aus. Elektrostab. Im Stein des Stabs soll die Wut der Gewitter des Hyrule-Gebirges eingeschlossen sein. Er verschießt Elektrokugeln. Ist aber nicht für den Nahkampf geeignet. Okay. Wir nehmen es mal trotzdem mit. Elektrofilterwasserflügel haben wir auch noch nicht gehabt. Ein seltener Fund. Der Flügel selbst erzeugt keine Elektrizität, knistert aber noch ein wenig. Zusammen mit Insekten kann er zur Medizin verarbeitet werden. Alles klar. Gut. Haben wir noch einiges hier an Zeug rumliegen anscheinend? Wo bin ich gerade, wo dass wir den besiegt haben, ey? Also. Aber auch das ist noch nicht einer der schwierigsten Türme zu erklimmen. Da gibt es noch schwierigere. So, wir können es nicht mehr verteidigen. Also wir können nicht mehr Darunia Schirm ansetzen. Mifas Gebet ist auch aufgebraucht. Und gleich auch unsere Flugfähigkeit Dingensbummens. Aber okay. Immerhin können wir uns hier nochmal so hochmogeln. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal fast ohne jegliche Fähigkeit auskommen. Was haben wir hier? Irgendwas ist hier doch gerade. Nur der Wind? Anscheinend. Okay. Nichts wie hoch. Und da müssen wir jetzt gemeinsam ein paar Minuten warten auf jeden Fall. Also umsehen können wir uns natürlich hier in der Gegend, aber bis wir jetzt so auf große Erkundungstour gehen können, müssen wir einfach warten. Ich glaube 5 bis 6 Minuten, bis wir Revali Sturm wieder einsetzen können.
Zumindest wenn wir uns hoch empor umsehen möchten. Hier haben wir noch einen weiteren Dingensbummens. Schrein. Aber erstmal natürlich den Turm aktivieren. Wow. Das Gebiet Firune ist auf jeden Fall mächtig groß. Natürlich eine kleine Insel ist da auch noch und viel Wasser. Aber doch schon krass. Okay. Da hinten haben wir noch einen weiteren Schrein. Ob wir da jetzt wohin sollten? Oh. Gewitter? Tatsächlich. War es hier nicht eben noch ruhig? Aber hier unten sollten wir sicher sein. Also hier unter dem Dach sollten wir auf jeden Fall Ruhe haben. So, und gleich sollte die Gewitterfront eh vorbeiziehen. Ja. Lustigerweise geht gefühlt immer da so ein Blitz runter, wo wir gerade sind. Ich weiß auch nicht, ob das Zufall ist. Sieht aber irgendwie nicht so aus. So, los, komm. Das sollte jetzt genügen, oder? Außerdem, das Vieh haben wir doch besiegt. Warum ist auf einmal jetzt wieder hier Gewitter? Okay. Das sollte es gewesen sein. Und jetzt dann mal auf in Richtung... Was haben wir da hinten eigentlich? Sind das weitere Türme? Wahrscheinlich ja, oder? Ja. Hier haben wir eh noch 3, 4 große Gebiete. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, ups, schweben wir in Richtung dieses einen Schreins. Ich glaube, da haben wir sogar noch so einen Stall, oder? Hat zumindest Ähnlichkeit mit dem Stall von weitem, ja, von weiter weg. Natürlich kann ich mich auch da irren, aber kein Plan. Gutinisa-Ebene. Grabstätte. Und diesmal sollte ich mir auf jeden Fall besser anschauen, wann unsere Ausdauer aufgebraucht ist. Alles andere wäre doch ziemlich dumm. So, runter hier. Vor allen Dingen Mifas Gebet können wir nicht einsetzen erstmal. Noch ein Grund mehr, jetzt aufzupassen. Gut. Ich würde sagen, wir klettern eben kurz hinüber über die Felsen. Vor allen Dingen jetzt, da wir bald wieder eine Regenperiode haben werden. Oh, was haben wir hier denn noch? Ich würde sagen, wir wollen gleich mal ein bisschen losbomben. Mal gucken. Steinsalz, okay. Diesmal also nichts Wertvolles. Aber mit Steinsalz kann man ja auch kochen. Insofern wertlos ist nichts eigentlich. So, wo haben wir hier jetzt den Schrein? Also, der Ausschlag ist schon relativ groß und da hinten haben wir es. Und da haben wir auch einen Stall tatsächlich. Also, auch an Stellen ist es meistens immer so, dass man in der Nähe einen Schrein hat. Um halt auch so ein Teleportziel zu haben. So, mal schauen. Stall der Hochebene. Und oh Wunder, Terry haben wir hier auch. Handel ist mein Leben. Oh, wie hoch war wohl die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns hier über den Weg laufen? Was hätten Sie denn gern? Wir schauen mal, was du hast.
10 Holzpfeile für 45 Rubine. Gönnen wir uns auf jeden Fall. Davon können wir nicht genug haben. Jetzt haben wir, glaube ich, 30 im Besitz. Das ist schon mal okay. Vor allen Dingen für den finalen Kampf brauchen wir noch einiges an Pfeilen und sowieso viele Utensilien. Okay, übernachten wollen wir hier natürlich nicht. Wir haben gerade eh Tagesbeginn. Aber wir wollen jetzt zu diesem Schrein. Und mal gucken, was uns dort erwarten wird. Eventuell nochmal ein Kampf, aber wobei, ich glaube, bei Schreinen in der Nähe von Stellen ist es so, dass da meistens Rätsel sind. Aber auch da, muss ich sagen, ohne Gewehr, die Angaben. Kaumaka-Schrein. Na, mal schauen. Erstmal als neues Teleportziel gesetzt und dann hineingestürmt. Ach, wie schön. Einfach jetzt mal einige Parts mit euch. Die Landschaft zu erkunden, Türme zu erklimmen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Mir gefällt's. So, neue Wege. Kaumaka-Schrein. Und ich würde mal sagen, beim nächsten Mal werden wir uns hier drin umsehen und hier versuchen, das Rätsel zu lösen. Und ja, bis dahin. Macht es gut.